gerade eben gemacht hast, am Anfang habe ich gesehen, dass du eher so ran.
Na, meine Dame. Schon mal einen Toten angefasst. Sind Sie bereit, sich von ihr oder kommen Sie von fern? Haben Sie Hobbys? Wie halten Sie sich fit? Wie hoch ist denn Ihr Dispo-Kredit? Und versicherungsmäßig ist da alles im Lot? Vielleicht gerät man schon groß in Not. Haben Sie ein Guten Abend, meine Damen. Guten Abend, meine Herren. Lesen Sie die Zeitung oder sehen Sie fern? Oder wollen Sie Ihre Freizeit anders verbringen? Ziehen Sie es vor, im Chor zu singen? Oder singen Sie lieber für sich allein? Oder singen Sie gar nicht? Muss ja nicht sein. Wir wollten Sie auch eigentlich gar nichts fragen. Wir wollten nur guten Abend sagen, nur noch eine Frage. Und dann ist ein Sohn, der von Ihnen ist schon länger arbeitslos. Nur keine Scheu, sind ja nur eines von vielen Problemen. Doch es gibt eine Lösung, die müssen wir erwähnen. Die wird mit einem eigenen Unternehmen. An Stress und Herzinfarkt. Es gibt da einen interessanten Mann. Ja, immer Konjunktur. Wir sagen es Ihnen gleich. Wir denken an den Bestattungsbereich. Die endlich passt. Haben Sie schon mal einen Toten angefasst? Damit wir gleich mal die Rechte sicher. Nee, jetzt Bank. Dann wäre ich lieber Bus gefahren, von mir aus auch im Stehen. Dann hätte ich lieber fern gesehen in meinem weichen Bett.
schade, dass ich jetzt schon gehen muss. Natürlich rufe ich dich an, wenn ich mal wieder einen sehen muss, der auf den Sack so gehen kann.